Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge LS22 How to Belong. Es geht wieder los. Ja, neue Woche, neue Mods kann ich euch kurz mal zeigen. Und zwar haben wir neu mit am Stissel den Krone Big X 580, den Lindner Unidrag und den Tatra Phoenix. Also eigentlich nur die Mods, die ich am Montag vorgestellt habe, die von Giants neu gekommen sind. Ja, mehr gibt es ja nicht. Genau, wir haben ja in der letzten Folge festgestellt, dass wir noch nicht spuren können, weil wir noch Unkraut bekämpfen müssen. Das machen wir jetzt in der Folge und eventuell noch in der nächsten Folge. Und was ich euch auch noch direkt sagen kann, jetzt schon, vielleicht war ich auch schon einmal live irgendwo auf Twitch oder auf YouTube, aber auf jeden Fall geht es Streaming jetzt. Ich habe die ganzen Einstellungen jetzt erledigt und jetzt funktioniert es. Das ist auch gut. Das wollte ich noch loswerden. Und lass mal denken. Genau, diesen Sonntag weiß ich noch nicht, ob ein Lego-Video kommt. Ich habe zwar noch 4 Sets da liegen, habe aber noch keins davon aufgebaut. Ich könnte es noch schaffen, wenn ich Bock habe auf jeden Fall und so weiter. Na, ihr wisst Bescheid, ne? Und es könnte aber auch sein, dass ich es nicht schaffe. Dann ist es, aber dann ist es halt einfach so, dann kommt halt an dem Sonntag irgendwas anderes. Eventuell kommt am Sonntag sowieso ein Doppelvideo, weil ich ja davon ausgehe, dass ich es nicht schaffe mit dem Lego und deswegen dann schon mal ein anderes Video habe. Aber falls ich es dann doch noch schaffe, dann kommt es halt zusätzlich. Genau, so wird es irgendwie aussehen, aber das wisst ihr dann schon Bescheid. Und was gibt's noch? Eigentlich gibt's nichts mehr zu sagen. Wir gucken mal kurz in die Brotproduktion. Genau, die machen ja hier nach und nach ihr Zeug. Der 900er steht auch noch da hinten. Übrigens, ich habe hier das LS-Lenkrad stehen. Ich habe das jetzt gerade mal angeschlossen vor der Aufnahme. Und es läuft noch nicht ganz so, wie ich das will. Ich werde da mal irgendwann demnächst mal schauen, ob das an den Einstellungen liegt oder ob das Ding halt kaputt ist. Und je nachdem, ob es halt geht oder nicht, können wir das auf jeden Fall dann auch mal wieder verwenden. Habe ich irgendwie Bock drauf. Es wird nicht standardmäßig immer mit drin sein jetzt, wenn das funktioniert, das Lenkrad, aber wir können es auf jeden Fall das ein oder andere Mal benutzen oder im Stream. Genau, das würde ich noch sagen. Genau, und jetzt kommt, Freunde, jetzt kommt das nächste. Es kommt ein zweiter Teil zum Wohnungsvideo. Und zwar die fertige Roomtour von der ganzen Wohnung. Ich wohne jetzt auf den Tag genau eine Woche jetzt da drin in der Wohnung. Die ist im Großen und Ganzen fertig. Klar kommt noch das eine oder andere dazu, ist ja ganz normal. Aber im Großen und Ganzen ist die Wohnung jetzt fertig. Ich wohne da jetzt drin. Passt alles, alles läuft. Genau. Das Streaming-Raum-Video kommt noch nicht, weil ich unter anderem die Dinger hier noch an die Wand machen muss. Das wollte ich eigentlich also heute machen. Aber ich war noch nicht im Baumarkt. Ich wollte es nämlich mit Nägeln machen, weil Klebescheiße fällt irgendwann ab. Also kleine Nägel, 4 Stück pro Ding. Oder 2 für 1. Und dann wollte ich die noch an die Wand machen. Und dann kann ich euch auch das Gamingzimmer exklusiv zeigen. Da werde ich dann einmal auf die Regale eingehen, was da wirklich drin ist. Dann werde ich auf Setup eingehen und so weiter. Also das wird dann nochmal ein extra Video, wirklich nur für das Gaming-Streaming-Zimmer. Und dann nochmal ein ganzes Roomtour-Video von der ganzen Wohnung, das jetzt wahrscheinlich nächste Woche kommt, übernächste Woche. Dann wäre diese dreiteilige Wohnungsscheiße auch erstmal rum. Aber dann steht schon das nächste Projekt in den Startlöchern. Und zwar will ich ein Aquarium haben. Nein, ich will kein 3580 Liter Aquarium mit 1 Million Tieren drin.
Ich will ein Nano-Aquarium, also so ein kleines, keine Ahnung, 50-Liter-Aquarium ist das. Kennt ihr ja alle. Und entweder kommen Garnelen rein, diese bunten Garnelen, ein paar, oder ein Kampffisch. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Kampffisch, aber das ist ein Fisch, den musst du alleine halten, sonst eskaliert der komplett. In so einem Nano-Aquarium oder halt je nachdem. Geht auch in einem großen. Und die haben halt mega die riesigen Flossen und bunt und so weiter. Da bin ich jetzt im Moment ein bisschen am gucken, was ich davon mache. Und wenn ich dann mich entschieden habe, was und wie und wann, wird das eine neue Serie hier auf YouTube, wo wir das Aquarium kaufen, wo wir es zusammenbauen, wo wir es einrichten und wo wir den Fisch dann reinsetzen. Und dann können wir ab und zu mal ein Update-Video zum Fisch und zum Aquarium machen. Genau. Das ist so eins der nächsten anstehenden größeren Projekte. Im Landwirtschaftssimulator ist auch noch was geplant. Und zwar habe ich mich auf einem Farming Simulator RP-Server heute früh beworben. Das ist was Privates, ne? Also das ist von Privatleuten. Das ist ein 24-Stunden-Server mit einem RP-Aspekt drin und halt im Multiplayer. Und da habe ich jetzt mal angefragt, erstmal, ob man da mitspielen kann und dann auch gleich, ob ich eine YouTube oder ob ich eine Video- und Streaming-Lizenz für den Server bekomme, falls sie sowas halt haben. Und dann können wir da auf jeden Fall auch spielen. Das wäre dann eben auch mal was Neues hier. Ein aktives Multiplayer-Projekt. Bis jetzt haben wir im Multiplayer echt noch nicht viel gemacht, ne? Wir hatten einmal den Stream mit Niklas, wo wir die Gülle gefahren haben. Das war noch im LS17. Ich glaube, mehr haben wir im Multiplayer nicht. Und ganz am Anfang, ne? Das mit Mond, Digga, Mond. Aber das ist ja schon Jahrzehnte her. Ja, das steht an. Falls es klappt, das wären schon mal zwei neue Sachen. Dann das regelmäßige Streaming möchte ich irgendwie auch irgendwo herholen. Wie, wann und auf welcher Plattform, weiß ich auch noch nicht. Aber ich tendiere aktuell eher zu YouTube. Wieder. Aber was und wie und wann, das sehen wir dann. Also das ist noch nichts Festes. Und dann habe ich noch eine weitere Sache mit LS vor. Und zwar kennt ihr alle meinen Privatspielstand. Da haben wir auch schon drauf gestreamt und drauf gezockt zusammen. Also im Stream zusammen. Und da möchte ich eigentlich auch noch ein bisschen mehr machen. Und zwar hätte ich da schon einen Namen zumindest dafür. Nämlich Die Farm würde das Ganze heißen. Und da würde halt auch wöchentlich mal ein Video dazu kommen. Ach, hier ist gar kein Unkraut auf dem Feld. Da ist gar kein Unkraut auf dem Feld. Nee, dann können wir das überspringen. Alter, warum sagt denn keiner was? Dann müssen wir ja nur auf dem Feld was machen. Mehr Felder haben wir ja nicht. Ja, dann machen wir das jetzt noch schnell. Genau. So schaut's aus aktuell. Das ist so der Plan. Also wie gesagt, die ganzen neuen Projekte, die jetzt irgendwo mal starten. Es gibt noch gar keinen genauen Zeitpunkt. Auch der erste Stream. Ja, mit dem, wo dann der Fast-Track veröffentlicht wird. Ich habe gestruggelt, ob ich ihn diesen Sonntag schon mache. Also, wenn ihr das seht, letzten Sonntag, aber das wäre zu kurzfristig. Also kann es sein, dass es nächsten Samstag oder Sonntag passiert. Aber da bin ich auch noch am Überlegen. Also, da wird auf jeden Fall eine Ankündigung kommen, in Form von einem YouTube-Short wahrscheinlich nur. Und auf Discord kurz. Es wird aber kein richtiges Infovideo geben. Gut, ich werde es halt in den Projekten dann noch ankündigen. Also, ich kann es jetzt noch nicht sagen. Das Problem ist, das ist jetzt schon das Dienstagsvideo wahrscheinlich. Und am Sonntag wäre es ja schon. Ich glaube, wir machen es. Freunde, am nächsten Sonntag, so irgendwann um 14 Uhr, eventuell, kommt der erste YouTube-Stream hier aus der Wohnung.
Ich sag bewusst YouTube-Stream, weil es kann sein, dass nee, diesen letzten Sonntag schon Twitch-Stream war. Wenn das jetzt alles wirklich so funktioniert, also bis jetzt sieht's gut aus. Und in dem ersten YouTube-Stream dann am Sonntag um 14 Uhr gibt's dann ordentlich den Fast-Track zum Download. Also sprich, ihr könnt euch den holen. Und dann wird auch die Download-Zeile auf Discord freigeschaltet. Und dann könnt ihr euch den holen, den Fast-Track. Und dann werde ich auch mal schauen, ob ich den halt irgendwo noch andersweitig hochlade. Forbidden Mods, Mod Hub einreichen. Schauen wir mal. Das entscheide ich dann spontan. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich nichts so noch mehr zu sagen. Jetzt habe ich schon wieder alles in einem Video verpackt. Das ist aber eigentlich wurscht. Noch kurze Info zu Ship Guardiad Simulator. Ihr wisst Bescheid, welches Spiel ich meine. Das hat jetzt ein Update bekommen. Da schauen wir auf jeden Fall auch mal rein. Wahrscheinlich werden es sogar die Woche drei Folgen Ship Guardiad, weil wir hier auf der Haude nur eine schaffen. Weil ich ja vorspulen jetzt muss und dann mache ich jetzt keine Aufnahmepause, sondern spule einfach vor. Und nächste Woche geht es dann eben weiter. Ich hätte jetzt gedacht, wir brauchen länger für die Unkrautbekämpfungszeugs. Das heißt, wir machen das nämlich in der Folge fertig. Dann räumen wir den 900er noch auf mit dem Wasserfass dran und dann ist hier Ende für die Woche schon. Eventuell gehen wir nochmal in 1 vs 1 rein, wobei eigentlich könnten wir es machen. Eigentlich könnten wir es echt machen. Da kam nämlich schon lange nichts mehr, ne? In 1 vs 1. Ich glaube, wir machen das. Ich überlege mir das noch. Also ich kann noch nicht sagen, was die Woche alles kommt. Also gestern kam ja die Vorstellung von den Mods. Heute kam How to Belong. Und dann könnt ihr die Woche mit drei Folgen Ship Guardiad rechnen. Da habe ich Bock drauf, wirklich ohne Scheiß. Und dann vielleicht nochmal zwei Folgen, ein bis zwei Folgen, 1 bis 1 und eventuell noch ein Lego-Video, wobei ich das eben, wie gesagt, noch nicht sicher weiß. Und dann ist die Woche auch schon rum. Ja, genau. Das ist so der Plan jetzt an der ganzen Geschichte. Und genau, Thema Mapwechsel muss ich auch nochmal gucken. Ich habe es vergessen, die Kommentare mal reinzuschauen. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas gekommen ist zum Thema Mapwechsel. Deswegen gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass wir noch hier ein bisschen weiterspielen. Wobei ich noch am Schauen bin mit der Italia. Dass wir halt da dann darauf baldmöglichst drauf kommen, weil die Italia-Map soll ja die Mini-Bronn dann ersetzen. Das soll ja dann das offizielle Nachfolgerprojekt der LS19. Alter, der verläuft ja. Warum läuft denn der? Das soll ja der offizielle Nachfolger von der LS19 Mini-Bronn werden. Soll ja dann der LS22 Italia werden. Und ja, deswegen schaue ich, dass ich eigentlich so bald wie möglich da drauf komme. Das wäre schon echt ziemlich cool. Genau, auf die Pro-Version logischerweise. Aber ich weiß jetzt noch nicht, ich muss mal gucken. Weil der Modder hat ja da irgendwas, dass man dem Geld geben kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob man da eine Vorab-Version bekommt oder nicht. Und ob man die zum Videos machen und nutzen darf. Das muss ich alles mal schauen. Und dann kann es halt auch sein, dass wir spontan einfach mal schon auf die Italia wechseln. Und dann wären wir halt da auch. Das wäre auf jeden Fall das Haupt-LS-Projekt dann, was sich, wenn alles gut läuft, wirklich bis zum Ende durchzieht. Und alles andere wären dann halt Nebenprojekte, wie 1 vs 1 fertig machen, dann die Farm, wenn es anläuft. Und dann irgendwann vielleicht eine Add-on-Map mal zocken für ein paar Folgen oder irgendwas halt, ne, in die Richtung. Oh, als Multiplayer-Projekt. Also wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Breite, wenn alles halt so klappt, wie es klappen soll.
Das ist halt die Voraussetzung, ne? Ja, letzte Bahn. Und dann Hammers. Jetzt muss ich trotzdem mal hier hinten. Zack, nein, 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 nicht, nicht, nicht. Boah, jetzt wäre fast das Ladekabel runtergebollert. Schade. Jetzt, wenn ich es eh schon da habe, na, kann ich ja eigentlich ja trotzdem mal in die Kommentare schauen. Ich schau mal schnell. Kommentare. Ne. Wie ich es mir schon fast gedacht habe. Aber wenn ich jetzt einfach mal hier so gucke. Ey, dieses Reaction-Video auf Feuerwehr Bochum hat einfach 51 Aufrufe. Wir gehen wieder bergauf, habe ich so das Gefühl, ein bisschen. Wir gammeln zwar immer noch relativ weit unten rum, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es geht wieder aufwärts. Das ist, finde ich, das Nice dran im Moment. So, jetzt die Hacke mal einparken. Hier, das ist auch so komisch verbuggt, ne? Die Tür. Naja. Ist kein Mod, ist LS22 Standard. So. Jetzt stellen wir 700 da auf jeden Fall. Warum steht das Gewicht eigentlich so derbe beschissen da? Keine Ahnung. In der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich ernten. Habe ich auf jeden Fall schon Bock. Wieder ernten, wieder wegfahren. Den guten 900er fahren wir auch noch auf Seite. Bei dem ich eh noch am struggeln, ob wir den behalten, weil der ist eigentlich gar nicht so geil. Es ist halt einfach nur auf Krampf ein 900er Favorit, ne? Der halt an sich schon geil aussieht, aber. Bin ich noch ein bisschen am Überlegen, ob wir den wirklich behalten. Wir können jetzt zum Abschluss der Folge einfach mal spontan, ups, gucken, ob wir den nicht echt tauschen. Lass einfach mal spontan gucken. Wir gucken jetzt erstmal spontan hier in die Mods rein. Da wird aber nicht allzu viel sein. Nonimog wäre schon sick, oder? Eigentlich könnten wir es machen. Eigentlich könnten wir es echt machen, weil wir haben ja den 8000er Fast Track und der ist eh übermotorisiert. Den haben wir ja nur gekauft wegen, was war das nochmal? Jetzt überlege ich hier ernsthaft, warum ich den nochmal gekauft habe. Weil das ja meiner ist. Das ist ja der Boatgamer Fast Track, ich Trottel. Ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir den behalten oder ob wir den vielleicht doch tauschen und wenn wir ihn tauschen, gegen was. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und nächste Woche geht es dann, wie gesagt, in die Ernte rein. Ja, bis dahin, ciao.